Er hat fürs Straubinger Gäubodenvolksfest schon ein Zimmer reserviert. Donaufutter-Geschäftsführer Klaus Feils. Auf der Pressekonferenz im Gründerzentrum Straubing-Sand am Dienstagnachmittag lässt er schnell erkennen, dass er sich in der Gäubodenstadt wohlfühlt und dass Straubing der perfekte Standort für sein Unternehmen ist. Wir haben gesagt, Nachhaltigkeit spielt in der heutigen Zeit eine große Rolle. Produkte aus der Region für die Region, das ist uns wichtig. Und deswegen haben wir uns für Straubing entschieden. Zum anderen haben wir uns für Straubing entschieden, weil die Hafengesellschaft sehr flexibel ist und der Hafen Straubing sehr stark ausgeprägt ist mit Landhandelsprodukten. Und das passt zu uns. Als die Baywa des Nordens bezeichnet Feils seinen Mutterkonzern Agravis. Und da der bereits 30.000 Tonnen Futter jährlich in die Region liefert, sei die Ansiedlung eines eigenen Veredelungswerks in Bayern ein logischer Schritt. Vor allen Dingen, was auch noch mit dazu kommt, Straubing liegt sehr zentral. Wir wollen auch nach Schwaben liefern und schielen auch auf den Markt in Tschechien und Österreich. Und dafür ist dieser Standort prädestiniert. Und wer natürlich von uns profitiert, sind zum Beispiel so Firmen wie ADM, die von uns dann, von denen wir Ware beziehen, und Rheinsch, die speditionsmäßig da auch mit ins Geschäft kommen. Für Straubing als Stadt der nachwachsenden Rohstoffe ist die Ansiedlung ein Gewinn. Mit 10 neuen Arbeitsplätzen und einer Investitionssumme von zunächst 10 Millionen Euro, Weiterentwicklung nicht ausgeschlossen. Der Standort am Hafen konnte sich dabei unter anderem gegen Regensburg und Deggendorf behaupten. Wir wussten, dass wir im Wettbewerb mit Nachbarstandorten stehen und dass die Entscheidung dann klar für uns ausgegangen ist. Freut uns, das ist für uns aber auch Ansporn, uns natürlich weiter anzustrengen. So haben wir versucht, diesen Prozess möglichst optimal zu begleiten. Nicht nur die Grundstücksveräußerung, es sind ja immerhin 20.000 Quadratmeter, sondern auch die Verfahren, die damit in Gang gesetzt werden. Spätestens nach dem Gäubodenvolksfest will die Donaufutter GmbH mit dem Bau ihres ersten Werks in Süddeutschland beginnen und im Sommer nächsten Jahres dann auch schon in Betrieb gehen.